Ich brauche keine Kopie davon. Ja, komm, ich will ja nur rumprobieren. Ich brauche keine Kopie. Ich brauche keine Kopie davon. Ja, dann brauchst du halt keine Kopie davon. Ich verstehe schon. Freiwillig gehe ich da nicht mehr rein. Dann weiß ich nicht, wo wir irgendwas herbekommen sollen, um irgendwas zu machen. Hätten Sie mal eine Sekunde? Aber wir können auch reden mit dem. Ach, der Matt. Ja, der hat mich geärgert. Dieser Kerl in der anderen Zelle ist ein Musterknabe. Nee, überhaupt nicht. Was hat er angestellt? Hat kleinen nervigen Amerikanern die Fresse blockiert. Soll ich ihn rauslassen? Ey, du bist ein Arsch. Könnte ich mal einen Blick in meine Akte werfen? Warum? Hast du etwa vergessen, was du getan hast? Davon abgesehen, dass ich es nicht war. Nein, du kannst keinen Blick reinwerfen. Könnten Sie mir da eine Kopie davon machen? Natürlich nicht. Das ist eine Polizeiakte. Dann halt nicht. Warum sollte ich noch gleich das Schloss angezündet haben? Wenn man deiner Geschichte Glauben schenkt, dann deshalb, weil du als Kind nach Amerika ja, verschifft worden genau. bist und dort ein erbärmliches Ich wusste Leben das hattest, doch noch nicht du erfahren mal. Hast, dass du von Geburt an verarscht wurdest. Dann bist ja, aber ich du wusste England das doch gekommen, nicht. Um dich an deiner Familie zu rächen. Nein. So ein Blödsinn. Ich habe doch erst, als ich Nein, hier war, erfahren, dass zu. Ich in Gordon Alles bin. Alles nur ein Riesenblödsinn. Meine Güte. Genau deswegen bist du auch bei Dr. Winterbottom. Du und bist so blöd. Sagen, dass sich noch mehr Doktoren um dich kümmern. Du bist und so den ganzen blöd. Tag ja, bis komm, Lebensende. Halt dein Maul. Ich bin besessen davon, ein Gordon zu sein, ein Nachfahre der Mörder. Bin ich doch auch. Das ist sowas wie eine Rechtfertigung für deine irrationale Lust am Verbrennen nee, und Feuerlegen. Nee, überhaupt Pyromane. Nicht. Pyromane? Es war Louis, verdammt Alter, nochmal. Bald brenne ich dich auch der an. Gärtner. Dann zeig ihn mir doch. Der ist nämlich Weil spurlos er tot verschwunden, ist. Seitdem du aufgetaucht bist. Hast du ihn auch auf dem Gewissen? Der ist Raus doch tot. Ja, der ist doch tot. Das war's erstmal. Weil der tot ist, der ist gestorben, du Arsch. Kann ich kurz stören? Nein. Nein. Guck mal, ich hab hier, Speisekarte. Nee, will's nicht. Will er irgendwas? Solange der Inspektor hier... Nicht nötig. Spooner hat schon ein Brett vorm Kopf. Also wir können halt leider irgendwie nichts in diesen Wassertank reintunken. Das heißt, das bringt uns... Mit diesem Wasser... Ach, Mann, ihr wisst, was ich will. Das heißt, das bringt uns irgendwie nichts. Ein Fass. Kann ich irgendwas ins Fass reinlegen? Auch nicht. Kann ich irgendwas kombinieren miteinander? Im Moment gibt es nichts. Ha, das ist schlecht. Wo sollen wir denn... Sollen wir vielleicht doch irgendwas im Tante-Emma-Laden klauen, auch wenn die Schiss vor uns hat? Oh, die Messer sind da weg. Da waren doch vorher jede Menge Messer drin. Ach lustig, oder sie hat die Messer rausgenommen. Trink mal einen Schluck. Ausverkauft, mhm. Die hat die Messer weggetan, weil sie Angst vor uns hat. Gut zu wissen. Messer, ja, da sind aber keine Messer mehr. Können wir jetzt noch irgendwas damit tun, frage ich mich. Nee. Die Verkäuferin hat wahnsinnige Angst vor mir. Ich sollte sie nicht in einen Herzinfarkt treiben, solange ich nichts zu fragen habe. Okay, also die Messer sind auf jeden Fall weg. Das heißt, damit müssen wir später noch irgendwas anfangen können. Aber gerade können wir halt gar nichts mehr damit anfangen. Sad, okay. Das war es auf jeden Fall, was wir hier machen können. Briefkasten. Was soll ich denn da in den Briefkasten? Also wahrscheinlich brauche ich den auch nicht jetzt, sondern spät. Warum sollte ich eine Speisekarte verschicken? Denke ich mir auch. Deswegen, vielleicht brauchen wir den irgendwie später. Was soll ich mit dem Fass machen? Was soll ich mit dem Fass machen? Talk to me, Adrian. Ein Fass. Willow Creek Corner Shop steht drauf. Ja. Und was soll ich damit tun? Schwierig. Schwierig, schwierig. Hier gab es ja auch nichts mehr, oder? Regentonne. Irgendwas mit der Regentonne anfangen? Ich bezweifle es. Ja, können wir auch nicht. Wen sollte ich anrufen?
Ich weiß nicht. Für heute habe ich genug. Soll ich nochmal mit dem Anwalt reden, auch wenn ich nicht wüsste, warum? Die gute Saskia. Saskia? Ach so, Saskia. Die Flasche. Wir boxen sie raus. Ich kann echt gar nichts mehr machen. Ich will nicht, als ob ich jetzt schon gleich am Anfang versage. Das gibt's doch nicht. Niemals. Das wäre doch dämlich, wenn ich jetzt schon nicht mehr wüsste, was zu tun ist. Da ist ein Typ. Lol. Hallo, Typ. Bang. Da kann ich mich immer noch hinsetzen, wenn ich alt bin. Ja. Ein Schwamm! Ah, oh mein Gott, den habe ich ja gar nicht gesehen. Der sieht so aus, als ob er schon lange nicht mehr benutzt wurde. Das ändere ich. Ja, take them. Ein Schwamm, oh mein Gott. Ich kann kaum mehr erkennen, was da mal geschrieben stand. Aber ich gehe nicht davon aus, dass hier je etwas Essbares serviert wurde. Zumindest nicht, seit Tom den Pub geerbt hat. Glaube ich auch nicht. Ja, geil. Vielleicht ist der Schwamm des Rätsels Lösung. Meine Güte. Das, stell mal vor, ich hätte jetzt hier schon in der ersten, im ersten Stream verkackt. Das wäre ja tragisch gewesen. Die ersten zwei Stunden des Spiels und schon in die Lösung geguckt, ey. Das wäre zu tragisch. Guck mal hier. Jawohl. So muss das doch, Freunde. So muss das. Der Schwamm trieft. Diese Musik schon wieder, ich raste aus. Ich sollte ihn nicht zu lange mit mir herumtragen. Könnte unangenehm werden. So, also die Donuts müssen da auf jeden Fall drin bleiben, weil ich kann die auch nicht mehr rausnehmen. Yay, ja, ich freue mich auch. Ich feuchte die Dichtungsgummis mit dem nassen Schwamm. Oh, du bist böse. Oh, das ist gemein. Wenn man nun die Kühltruhe schließt, friert das Wasser und es wird fast unmöglich, den Deckel wieder zu öffnen, ohne das ganze Ding abzutauen. Macht's gut, ihr Donuts. Ciao, ciao. So schnell wird man euch da nicht mehr rausbekommen. Das ist clever. Damit dürfte sich die Donut-Lieferung an den Herrn Inspektor etwas verzögern. Ja, Mensch. Da haben wir's doch. Gleich mal hingesetzt. Damit man nichts ahnt. Boah. Wieder einer von diesen düsteren Tagen heute. Meint ihr, die steht auf den? Ich bräuchte was, das mich ein bisschen aufheitert. Ich glaube schon. Klingt so, als würde er von Drogen reden, ey. Es klingt echt so, als würde er gleich Bedrohung den hier. Mein Reden. Dr. Evil! Ja, das ist Dr. Evil. Ich hol dir welche. Ich kann nichts machen. Conrad, deine Donuts sind dummerweise in der Tiefkühltruhe. Und? Dann schmeiß sie doch kurz in den Ofen. Das Problem ist, der Deckel ist festgefroren. Oh nein, wie geht das denn? Aha, verstehe. Du willst, dass ich dir helfe, der Kühltruhe einzuheizen. Oh mein Gott, ist das cringe. Ich denke mal, die beiden sind ein bisschen länger beschäftigt. Wahrscheinlich. Haben die jetzt ein kleines Date auf der Tiefkühltruhe? Ich raste aus, ey. Ah. Constable Zack scheint in Ordnung zu sein. Sehr gesetzestreu. Ja, aber du musst ihn jetzt trotzdem mal schnell wegschicken. Kann ich kurz etwas fragen? Ah, jetzt können wir mit ihm reden. Glauben Sie, ich hätte das Schloss angezündet? Aber der hat schon ziemlich rote Augen bekommen, der Adrian. Direkt am Tatort aufgetaucht, mit einer kokelnden Fackel in der Hand. Die hatte ich, um mich zu verteidigen. Gegen den mysteriösen Geheimorden, den niemand kennt und auch niemand gesehen hat. Er wird in den Chroniken der Gordons erwähnt. Vor 500 Jahren. Ach komm. Vergessen Sie es. Und dann wäre da noch die Sache mit der armen Miss Valley, nicht? Da hat man auch ihre Spuren am Tatort gefunden. Ja, stimmt, der hat nie die Polizei gerufen. Wir haben nie die Polizei gerufen. Halt.
Ja, wer weiß, was die jetzt auf der Tiefkühltruhe treiben. Vor einem halben Jahr war er noch in London, bei der Mordkommission. Wurde dann hierher strafversetzt. Das erklärt einiges. Seitdem versucht er alles, um hier wieder wegzukommen. Wegen jeder Kleinigkeit lässt er die Leute hier einsperren. Macht sich gut in der Statistik. Ja, das merkt man. Und Sie können nichts dagegen tun? Tut der Bär was gegen den Winter? Er rollt sich ein und schläft bis zum Frühling durch. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz korrekter Typ. Der macht ja auch Könnten nur seinen Job. Können Sie mir eine Kopie meiner Akte machen und an meinen Anwalt schicken? Hat er die nicht schon längst bekommen? Er will die aktuelle Version haben, für die Botschaft. Geht nicht. Aha. Stimmt was nicht? Hatte ich vergessen. Der Kopierer ist seit ein paar Wochen kaputt. Aber ein neuer ist schon beantragt. Okay. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. So schlimm ist das nicht. Ich habe hier so wenig zu tun, dass ich die meisten Dokumente auch abtippen. Verstehe. Wären Sie dann so nett, mir meine Akte abzutippen? Nein. Nö, warum nicht? Und wenn ich das Ding repariere? Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Aha, das wird ein Rätsel, dass wir ihn reparieren. Solange wir sie nicht gefunden haben, gilt sie als vermisst. Sie ist auch tot. Auch wenn sie längst tot ist? Bisher haben wir ihre Leiche nicht entdeckt, Mr. Michaels. Du wirst sie niemals entdecken. Sie ist in die Schlucht, wahrscheinlich mit Lava, in einem Ritualraum gefallen. Die wird da nicht mehr rauskommen. True Story, die wird da nicht Wie mehr rauskommen. Wie weit waren Sie denn an den Ermittlungen in meiner Alles Fall ist kaputt, was du zufällig... Ich habe die Kanalisation durchsucht. Ich habe meine Tasche genäht, weil mir ist mit Lehrer der Schulze meine Tasche eingerissen. Aber ich konnte die nähen, weil ich bin zu faul, eine neue zu kaufen. Beziehungsweise ich will keine neue kaufen, weil nichts für schwache ich habe die, die ist schon lange gut und ich bin für Wiederverwendung. Haben Sie Tom, Bobby oder diesen Jungen in Wales befragt? Und die Kopfhörer hatte ich zum Glück noch von meinem neuen Handy. Das heißt, Kopfhörer habe ich jetzt auch wieder. Ist es nicht etwas merkwürdig, dass die beiden in einen Vergnügungspark gehen? Merkwürdig ist nur die Tatsache, dass Bobby danach 2 Tage im Krankenhaus lag. Gehirnerschütterung. Aber dafür haben wir eine ärztliche Bescheinigung. Und wenn Tom nun gelogen hat? Können wir ihm nicht nachweisen. Er hatte 2 Eintrittskarten und die Bescheinigung des Krankenhauses. Verflucht. Und der Junge? Es gibt keinen Jungen namens Van Helsing in Wales. Hä? Wir haben aber einen gesehen. Wir haben aber einen Jungen gesehen. Verarsch mich nicht. Es kann doch nicht so schwer sein, einen Kopierer zu reparieren. Ich habe das schließlich studiert. Oh, du hast es studiert. Naja, sowas in der Richtung. Oder hast du so IT studiert? Was hatte der eigentlich gemacht? IT? Die Sicherung ist durch. Ein Knopf zum Anschalten? Der grüne Knopf ist zum Kopieren. Nein, krass. Wenn ich die funktionierenden Kabel also richtig drehe und verbinde, sollte man wieder kopieren können. Mach das doch. Ohne mich. Scheiße. Oh nein. Oh mein Gott. Ich habe ja auch gar nichts, was mir irgendwie eine Lösung anzeigt oder so, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Ja, die Kabel sind hier durchgeschmort, ne? Soll ich die anders ver... Die sind durchgeschmort, die kann ich doch nicht mehr nehmen. Eins, warte mal. Nee. Eins, zwei, drei... Ich weiß nicht, wie die Verbindete. Leute, ich habe keine Ahnung davon. Druckreparierer-Studium, ja, bestimmt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Nee, 1 und 2 können nicht miteinander. Okay. Vielleicht den ersetzen hier. Ich versteh's. Ich check's nicht. Oh nein, wir können die auch... Nein, wir können die auch noch drehen. Ich raste aus. Das wird nichts mehr, Freunde. Das wird nichts mehr. Boah.
Das ist ja einfach nur raten, weil ich habe gar keine Ahnung davon. Drucker Reparatur Simulator 2021. Ja, so ist es. Beste Spiel. Ich hätte halt gern irgendwie eine Anleitung oder so, aber I don't have this shit, ne? I don't have this shit. Das ist hier voll durchgeschmort. Vielleicht soll ich das, was durchgeschmort ist, anders oder direkt verbinden gleich. So. Ah, er geht schon mal an. Ich verstehe. Okay, vielleicht müssen wir irgendwie... Es muss ja hier reingehen, ne? Und hier muss ja auch eine gute Verbindung sein. Aber hier steht ja keine gute Verbindung, weil hier alles durch ist. Muss das überhaupt da rein verbunden werden? Kann es auch irgendwie... gleich da rein? Nee. Gibt's längere? Sind hier manche länger als andere? Nee. Oh, ich bin schon wieder voll erschrocken. Dankeschön für dein Abo. Dankeschön. Danke, danke, danke. Yay, kaufe ich mir sofort. Ich habe, ohne Scheiß, ich habe herausgefunden, beziehungsweise ich habe es bei Gronkh gesehen, es gibt wohl einen BER-Bausimulator. Einen BER-Bausimulator. Gebt euch das einfach. Wie lustig. Das ist doch echt genial. Einfach mal BER-Bausimulator spielen. Also an ist er schon mal. Ich wollte es nur gesagt haben. Er geht hier so, ne? Und dann, weil es hier gelb, das ist auch gelb. Es muss ja irgendwie hier rüber verbunden sein, aber how? Brauchen wir die drei? Brauchen wir die? Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Brauchen wir die zwei? Also Plus und Minus. Wie genau brauchen wir die? Ich weiß nicht, brauchen wir die oder brauchen wir die halt nicht? Muss hier irgendwie was leuchten? Damit wir wissen, dass es aktiviert ist. Ach, das leuchtet, das geht. Das leuchtet aber nicht. Das heißt, das geht schon mal nicht. Eins, zwei, drei. Das hier sind zwei. Das hier ist für die Nummer 1. Und alles ist für die 3. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die... Achso, die hier sind nicht verbunden. Wenn wir zum Beispiel die 1 aktiviert haben wollen, müssen wir die beiden haben. Also so gehe ich mal davon aus. Ja! Freunde! Geil! Ich hab's geschafft! Oh mein Gott, ich bin voll proud of me! Freunde, das war es doch, ey, richtig gut. Wie gut einfach, ich habe einen scheiß Drucker repariert. Oh mein Gott, das schreibe ich in meinen Lebenslauf rein. Ja, habe ich auch schon gesehen, war echt genial. Ja, war halt wirklich genial, weil du startest dieses Spiel und dir wird einfach direkt gesagt, du schreibst das Jahr 2005 oder so, ne? Und dann so, dieser BER muss bis zum Jahr 2011 fertiggestellt sein, ne? Und ich so, also, okay. Ja, 2000. Klar, ja, richtig. Oh Mann. Der Kopierer funktioniert wieder. Mensch, es läuft ja hier. Könnten Sie mir jetzt meine Akte kopieren? Klar, ich schicke die Kopie dann an Ihren Anwalt. Hä? Die Kopie Ihrer Akte. Ja, der. Also, GG, ja, auf jeden Fall. Der Inspektor besteht darauf, dass keine Akten unbeaufsichtigt das Gebäude verlassen dürfen. Okay. Scheiße. Constable? Wann geht denn die Post raus? Mein Anwalt braucht die Kopie so bald wie möglich. Ich werfe sie nachher in den Briefkasten. Sie sollte heute Nachmittag abgeholt werden. Wir klauen die dann bestimmt aus dem Briefkasten. Auf Wiedersehen, Constable. Ich verstehe. Aber hey, wir haben Kopierer repariert. I'm proud.
I couldn't be prouder of myself here. So. Okay, das ist meine letzte Möglichkeit, an den Brief mit der Akte zu kommen. Irgendwie muss ich verhindern, dass der Brief unwiederbringlich im Postsack verschwindet. Ja. Ich weiß zwar nicht wie, aber... Was, echt? Das Brett hat genau die richtige Größe. Es liegt direkt auf dem Postsack auf. Ah. Wenn der Constable den Brief einwirft, kann ich ihn ganz einfach wieder herausziehen. Okay, das ist gut. Dann haben wir dann doch schnell durch Raten eine Lösung gefunden. Finde ich gut. Was jetzt? Ah, der Constable kommt schon. So schnell geht das? Dann habe ich aber nur eine ganz kleine Akte, oder? So. Mensch, wir sind ja richtig clever heute. Meine Akte. Herrlich. Geil. Dankeschön. Erstmal aufreißen. Sehr gut, ich habe meine Akte. Mal sehen, was da so alles drin steht. Wie sich die Musik einfach schon wieder schlagartig ändert. Läuft heute. Oh ja, ein bisschen schon, ja. Sie die Leiche entdeckt haben. Der Todeszeitpunkt von Miss Valley war am Abend vorher, Donnerstag, zwischen 22 und 24 Uhr. Tod durch Verbrennungen nach Schlag auf den Hinterkopf. Ich finde es ziemlich geil, wie hier nochmal alles genau analysiert und gezeigt wird vom letzten Teil. Ich finde das ziemlich cool. Hier geht's weiter. Freitag, 18.37 Uhr. Ausrücken des Einsatzfahrzeugs. Zu der Zeit war ich in der Ruine der alten Akademie. Zusammen mit Angelina, Louis und meiner Mutter. Mhm. Dann Samstag, 0.06 Uhr. Brand unter Kontrolle. Da war ich gerade auf der Flucht aus der Ruine Richtung Schloss. Ja, und das Schloss hat halt wahrscheinlich schon angefangen zu brennen. Es hat anscheinend schon gebrannt. Butler Edward Bartholomew Bates und Köchin Sally Wood. Eine überlebt. Oh. Lady Victoria Gold. Lady Eleanor ist gestorben. Ja, dass Sally tot war, wussten wir. Aber sie war ja kein Brandopfer. Festnahme von Darren Michaels. Verdacht auf Brandstiftung und Mord an Miss Valley. Oh, die Lady Eleanor ist gestorben. Das ist traurig. Und Lady Victoria Gordon konnte nicht befragt werden. Mhm. Steht unter Schock. Wurde nach zwei